het niet meer willen zeggen, was dat voor het land is. Und der Brauch ist, Trachten zu tragen, farbenfroh und malerisch. Wo ein Haag von Blumenstöckchen pünktlich jedes Fenster ziert, wo man mit zwei flinken Blöckchen auf dem Hackbrett musiziert. Man geht dort, wenn der Sommer kommt, mit samtem Fee auf die Alpen und man bleibt dort auch den Sommer durch. Mit in der schönsten Bergnatur. Es ist ein Paradies, ein kleines. Wie heisst das Ländli? Wissen Sie? Selbstverständlich heisst das Ländli, aber soll. Könnten Sie mir vielleicht sagen, was die Seelen an mich tun? Ob nur wer hier rumgelegen? Oder ob sie arbeiten müssen. Mit den Haufen Sachen zu oben auf der Alp und wenig Ruhe. Spät am Abend, früh am Morgen, hat man allen Platz zum Tun. Holz verschütten, biegen, melken und im Boden macht man Schmalz. Seifen, Hütten, Soll und Helfen, Saufen leben, Gott der Halt. In der Frühgrub Holz zum Brennen, schaut die Milch im Kiss ja. Dörren schütze ich brauche ich zu trennen, flackig wie ein teurer Spahn. Aus dem Kissen, südig warm, tut der Sender Ziegen draus. Mit den braunen, hechten Armen in das Geschirr, der tropft er auf. Und der Käse hat selbstverständlich seinen Namen auch von unserem Ländli, Appenzeller. Könnten Sie mir recht noch sagen, was dann mit dem Käse passiert? Können Sie dann besonders pflegen? Wird er extra präpariert? Ja, als Sohn am Kohlekleben kommt der Käse ganz frisch ins Tal. Dort ist er ein zünftiger Faden. Ja, das fällt er kolossal. Und dann wird er präpariert mit Weißweinhefen Tag ins Schmier. Bis der Rest und bis der Fett richtig fein Aroma hat. Der Käse kommt noch nicht auf den Tisch, bis er richtig gelagert ist. Und darum kommt ganz selbstverständlich auch ganz fest aus unserem Ländli abgezahlt. Und der Kleidungappenzeller macht jetzt in der Käserei viel moderner, rationeller, all die Zeiten sind vorbei. Könnten Sie mir jetzt noch schildern, wie der Geschmack ist von dem Käse? Gehört er Ihnen zu den milderen? Ist er mehr pikant und rät? Einer ist mild, der andere würzig, doch wie gut als Beizwesen. Muss ich euch ganz bewusst nicht sagen, das wär's nämlich jedes Ding. Frage dir einen Kochexperten, frage dir eine Bauernfrau. Alle tun den gleich bewerten und der Kinder schmeckt er auch. Sei es zum Dessert, sei es zum Snobben, jeder hat eine Schule gegeben, von Arosa bis auf Horga, von Lugano bis auf Wien. Auch im Welschen, im Ticino, hat man darum so lang entdeckt, weil ein Käse zum Focalino und im Fondue prima schmeckt. Ist selbstverständlich der aus dem Ländli Appenzell.